Jo Leute, wir sind wieder Goffio. An Sonntag. Nee, Montag. Oh, wir Montag. Scheiße. Ja, das Torok ist vorbei. Wir haben es gestern leider nicht mehr geschafft, das Video zu schneiden oder hochzuladen. Es tut uns echt leid, aber ich war gestern Abend erst um 11 Uhr zu Hause und musste heute halt arbeiten. Die Fische sind auch leben. Ja, Fische leben, meine Schnecken. Und ja, jetzt folgen aber erstmal ein paar Ausschnitte und der richtige Vlog vom fucking Tollrock Festival 2018. Naja, aber es gibt da einen kleinen Ausschnitt von der Band Holiday Hookers. Darüber wollten wir eigentlich ein kleines Interview machen, was wir auch getan haben. Ja. Nur, ihr werdet da sehen, dass da eine Person fehlt, aber dafür eine andere Person dabei ist. Ja, und am Ende fehlen beide Personen, dann stehen nur noch ich erstmal da. Ja, das Problem aber ist halt, ihnen ging es nicht wirklich gut nach der Englisch. Ich hatte einen Sonnenstich, zu wenig geschlafen, zu wenig gegessen. Also alles Mögliche und ja. Von daher ging es ihm nicht wirklich gut. Hier sind ein paar Ausschnitte. Viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, Goffio hier. Was steht heute an? Warum sehe ich so verpeilt aus? Erstens, es ist morgens. Ich bin gerade erst aufgestanden. Wir haben kurz vor 9 oder so. Zweitens, heute kommt ein neuer Festival-Vlog. Ja, und wo ist mein Bruder? Ja, der ist noch bei Davy. Die holen mich nachher gemeinsam ab. Deswegen bin ich noch alleine. Ich werde um 20 nach 12 werde ich abgeholt. Ich werde mich gleich fertig machen. Hab gestern erstmal meine Haare neu gemacht. Voll fresh. Werde mich dann gleich fertig machen. Ich werde dann mein Outfit sehen, wobei ich selbst noch nicht weiß, was ich anziehen soll. Und ja, dann heißt nachher Tollrock, let's go. Wir werden euch wieder einen kleinen paar Mitschnitte machen. Jetzt mal zum Allgemeinfestival. Das Tollrock ist so ein kleines Mittelalter oder Metal, Irish Folk, Punk, Cover-Up Festival, wo halt so No-Names-Band aus meiner Region spielen. Und ich bin echt mal gespannt, das ist mein erstes Tollrock. Ja, die Begeisterung steht mir im Gesicht geschrieben. Ich weiß, ich bin immer noch müde. Ich weiß auch noch nicht, was ich anziehen werde, aber ich weiß, was ich halbwegs anziehen werde. Fehler. Ich werde nachher meinen Kilt tragen, weil, habt ihr nach draußen geguckt, Sonne scheint, das Wetter, das bringt er momentan um. Hallo? Ah, jetzt. Auf jeden Fall, ich werde mich jetzt erstmal frisch machen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich. So Leute, mein Kilt ist an. Ich war duschen. Ach ja, was ich vergessen habe, euch zu erzählen. Ich habe neue Mitbewohner. Ja. Aber was ist da drin? Ja. Etwas ganz Kurioses. Ich weiß selber nicht, wie ich dazu kam. Ach ja, ich habe wieder ein bisschen umgeräumt. Was ist da drin? Ich weiß nicht. Geht es unter Insekt? Also, es sind keine Käfer, Schlangen oder sonst so. Die kommen noch. Keine Sorge. Aber es sind Achatschnecken. Die sind ungefähr mittlerweile so groß. Aber die werden 20 bis 50 Zentimeter groß. Irgendwie so im Dreh. Und ja, sind ganz nett anzusehende Tierchen. Und ja, da. Die habe ich seit letzte Woche Sonntag. Wir waren ja auf der Reptilienbörse. Und ja, habe ich mir gedacht, so, ich nehme ein Terrarium mit. Ja, und somit auch Achatschnecken. So, ich werde mir jetzt alles zusammensuchen, werde mich komplett fertig machen. Ich muss noch ein passendes Oberteil finden. Und mein Hairstyle, der wird sich heute, glaube ich, nicht großartig verändern. Nee, aber
Ja, seid gespannt. So Leute, ich habe jetzt mein Halsband an. Ich habe mein Kreuz an, was ich vom Kollegen geschenkt habe, bekommen habe. Mein Lebensbaum mit Wikingerruhen, mein Torhammer, meine Ringe, Armbänder, Samo Festivalband. Ich habe meinen Tanktop an, was mit Nieten verziert ist, und mein Kit. So, natürlich dürfen meine Springerstiefel nicht fehlen. Also, das Tollrock kann endgültig anfangen. Ja, es hat eigentlich gestern schon angefangen, aber ich vergessen arbeiten. Von daher war ich dann noch nachher arbeiten mit meinen Haaren beschäftigt und hatte dann auch gar keine Lust. Weil eine halbe Stunde hin, nee. Also, da freue ich mich echt auf gleich. Ich werde um 20 nach 12, wie gesagt, von Davy und meinem Bruder abgeholt. Danach werden die beiden natürlich mit auf der Cam sein, weil es ist fucking Tollrock, es ist ein fucking Festival. Und ihr wisst, was es heißt. Gofio ist im Festivalfieber. Ja. Ich habe schon was zum Vorlügen besorgt, aber erstmal gönne ich mir ein kleines Monsterchen. So, ein kleines Monsterchen. In dem Sinne, genießt das Video, bleibt dran und ja, wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da, meinetwegen abonniert und mal schön die Glocke anläuten, weil dann verpasst ihr kein Video. Von daher, wir sehen uns gleich alle wieder. Leute, guck mal, ja. Der liebe Davy ist da. Oh, ich krieg von meinem Bruder einen Metallica-Patten. Woo! Aus England? Ja. Du weißt gar nicht, was David bekommen hat. Was für ein Arsch. Ja, erzähl mal. Hallo David erstmal. Hallo. Wie war es eigentlich in England? Das war mega geil. Mega. Ja, erzähl unseren Fans mal mehr. Ich glaube, die wollen es hören. Du hast nichts verloren, oder? Ich weiß es nicht. Von den Tauben. Ja, wir machen es jetzt gleich auf den Weg zum Tor. Das ist das Wichtigste mit den Tauben. Ich hab mir was noch für Tauben, Alter? Ich hab mir noch ja, Rico, mach doch in Ruhe. Erzähl jetzt erstmal. Also, die Möwen, die sind da voll aggressiv. Echt? Ja, die sind voll riesig und aggressiv am Strand. Wir waren in Brighton und da ist so ein riesen, so ein Pier. Das sieht aus wie bei ja. GTA 5, diese da wo die Achterbahn ist. Ja. Und das sieht so. Und da gibt es Coin-Dose-Automaten, alles voll, ne? Da habe ich keine Ahnung, wie viel Pennies gefunden. Finde ich geil. Nice. Also, aber ja, ich hab das Gefühl, was war denn dein verdammtes Highlight jetzt? Die Tauben. David guckt wie immer blöd aus der Wäsche. Kriegen wir die Festivalarmbändchen so oder kosten die was? Die kosten 1,50. Oh, ich nehme mir eins mit. Ich will Festivalbändchen. Ach ja, Leute, wir haben heute schon. Wir haben uns die Festivalbändchen gut. Wir haben irgendwie bei uns mit, haben die nicht gefragt, ob die das auch zumachen sollen. Bei uns, das haben wir erst später gesehen, eine Stunde, und dann haben die es nachher gemacht. Nachdem ich den Knoten gemacht habe. Ja, ich mache aber Knoten, weil ich muss die für Arbeit leider abnehmen. Ach ja, Leute, wie ihr hört, wir haben heute ein, zwei Special Gäste, nämlich der Vater und die Schwester von Davy. Der Stiefvater. Ah, Stiefvater, ja, ist mir egal. Ja. So, jetzt geht's aber los zum Tollrock. Bruderherz, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast oder ob ihr alle es schon gesehen habt, aber das war mein Auge. Ja, ich habe ein neues Portemonnaie. Und zwar von einem guten Kollegen von mir. Woo! Ich liebe es. Kennt ihr heute auch noch? Ja. Chef der auch ist dabei? Da, weiß ich nicht. Mann, ich hab Bad verloren, glaube ich. Oh, deine Mutter hast du verloren. Ich hab David gestern Bad. Guck doch gleich erstmal in Ruhe, Junge. So, und jetzt sind wir weiter aus England, weil du warst ja immerhin 6 Tage da. Ja, wir waren in London zweimal. Ja. Haben so ein paar Straßenartisten zugesehen. Straßenartisten sind geil. Ja, also die waren mega. So, da war so ein Schwarzer und der kam erst faul verdichtet von, ne? Der hat so eine Kasten. Ich weiß, der meinte so, ne? Hello, I need people. People, where are you people? Und der kam voll komisch rüber. Ich dachte, der springt sich immer jetzt in die Luft. Also, ich hatte echt anfangs Sorge, ne? Und dann kam irgendwann der die Leute, ne? Und dann fing er irgendwann an, ne? Hat wirklich auf den Stein, ne? Ohne Matte oder so. Erst eine Vorwärtsseite, Rückwärtsseite. Woo! Alter, das war irgendwann so. Das war so krass einfach da. Das hat einen Applaus gegeben. Ja, nice. Finde ich geil. Ja, und das war ein absolutes Highlight. Ah, wir waren sogar, wir haben so ein Bootstour gemacht, also die kennen wahrscheinlich aus Venedig diese, diese Liebesboote, wie man sie nennt. Ja, wir hatten auch so eins, nur dass wir die selber steuern mussten. Geil. Wir hatten eine Stunde Zeit und wir haben 40 Minuten gebraucht, um zu checken, wie es geht. Wow, nice. Ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich, beim Tollrock-Gelände. In dem Sinne, bis gleich.
So Leute, wir sind am Parkplatz. Woo! Ja. Also Torak kann beginnen. Ich brauche erstmal eine Zigarette. Also wir sind hier in einem Kaff, wie man sieht. Aber Schmidt. Auto steht schön in Silber. Hey Davy, du hast deinen Firma-Shirt wieder an. Was war das denn? Voll verkrippelt. Das hast du doch auf dem MPS letztes Jahr so scheiß verkleckert mit Toni. Ja. Und du hast ein schönes Marilyn Manson-Shirt an. Woo, Manson. Ja, ist mir egal. Leute, guck mal, dein fetter Traktor irgendwo. So, von daher, wir laufen jetzt schön zum Festivalgelände. Und ja, die Met-Fraktion ist wieder dabei, also Goffio sieht sich oder euch dann auf dem Gelände. Super geil, vor allem live. Mitschnitt werdet ihr gleich auch sehen.
Ja, wir führen jetzt ein kleines Interview, angefangen mit der Frage, wie kam es überhaupt zur Gründung? Gegründet haben wir uns eigentlich eher so aus einer gewissen Trotzeinstellung für ein Studentenfestival in Aachen, weil wir alle so am Studenten in Aachen waren zu dem Zeitpunkt. Und da wollten die ein Straßenfestival machen und hatten keine vernünftige Livebands und wollten nur ein Poetry Slam und einen Singer-Songwriter mit einer Akustikgitarre hinstellen. Und dann haben wir gesagt, entweder ihr engagiert jetzt eine Rockband und wenn nicht, mache ich eine auf. Kam, ja, dann macht doch einer auf. Zu besagten Tagen, Leute zusammengetrommelt und dann haben wir als 80s Coverband angefangen, eigentlich nur für diesen Einblick. Haben gesagt, wir hauen da jetzt auf die Kacke, weil beim Straßenfest mit Bier, da muss nicht das Rockprogramm am Start sein. Und danach haben wir dann festgestellt, läuft gut, wir haben gute Chemie, wir können halt schon einiges auf der Bühne halt da bringen. Machen wir weiter. So, nach einer kleinen Unterbrechung sind wir wieder da. Kommen wir zur nächsten und auch letzte Frage, wie kommt ihr überhaupt zu diesem Genre? Um 80er Rock Metal Genre, was ist denn in Richtung Alice Cooper und Ozzy Osbourne? Ja, also ich würde jetzt ganz prinzipiell sagen, dass es so immer, dass wir einen direkten Vergleich immer an einen gedacht haben. Also wir haben halt immer gedacht, ja komm, wir haben am Anfang tatsächlich Alice Cooper gecovert, mit Schools Out, Ozzy Osbourne mit Crazy Train war immer in unserem Set am Anfang als Cover. Wir haben uns irgendwann gedacht, ja komm, das ist halt, was wir können. Und natürlich spielt ganz viel Mötley Crüe oder eben Red eine Rolle. Das ist schon irgendwie was, was unser, alleine unseren optischen Auftritt irgendwie immer so beeinflusst hat. Und ja, wir haben uns gedacht, 80er Metal, Glam Metal ist eine geile Sache. Und das machen wenige Leute in Deutschland, das ist so eine favorisierte Musikrichtung. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, lass einfach mal loslegen. Haben wir ein paar Songs geschrieben, dann ging die in diese bestimmte eine Richtung. Und dann haben wir gesagt, okay, das passt, das funktioniert. Ja, und dann haben wir gesagt, machen wir noch weiter. Und dann ging das eben auch immer weiter. Wir wurden, ich würde tatsächlich sagen, am Anfang waren wir rockiger, inzwischen ist ein bisschen mehr Metal drin. Je nachdem, wenn du eine alte Songs und neue Songs vergleichst. Aber ja, wir sind zufrieden mit dem, was wir machen. Glam Metal ist vor allem unser Auftreten. Viele sagen, ich klingt wie die Band. Einige sagen, ne, also verschiedene Bands werden immer genannt, wenn man vergleicht mit uns sieht. Und ich bin mit jedem bisher zufrieden gewesen. Also ich kann mich bisher nicht beklagen. Und wir haben einfach richtig Bock darauf und wollen genauso weitermachen. Und es zahlt sich anscheinend auch. Ja! Wenn ihr gesehen habt, es kommt gerade eine kleine Siegerehrung des Band Contests und ja, unsere Holiday Hookers haben natürlich gewonnen. Von daher. Ja, und ja, man sieht, Erfolg zahlt sich aus. Von daher, man sieht sich schon. Dankeschön. Danke für das Interview. Mega geil. Und Vorsprung ist es bekommen. Das sind die Holiday Hookers. Ja. So, und dann für euch diesen wunderschönen Pokal. Ein schönes